Wales Interact. Goodgate Media. Hinweis: Die nachfolgenden Szenen können manche Personen als verstörend empfinden und/oder sind nicht geeignet für Kinder und Jugendliche, darunter zum Beispiel drastische Darstellungen von Gewalt und Selbstmord. Weiterspielen auf eigene Verantwortung. Hallo und herzlich willkommen zu Nightbook. Was haben wir denn hier? Black Sky OS. Okay, ich glaube, wir haben es hier mit einem Desktop zu tun. Eine Frau seufzt. Tippen auf Tastatur. Und jetzt haben wir den Sound für eine erfolgreiche Anmeldung. Ja, okay, ich weiß, ich höre damit auf. Okay, haben wir hier eine Überwachungskamera. Live. Das ist das Wohnzimmer. Vaters Zimmer. War ein bisschen komisch eben. Küche. Funktioniert die Kamera? Ja. Warum ächzt der da rum? Hier der Flur. In der Küche ist gemütlich. Ja, was ist mit dem los? Er atmet angestrengt. Okay, okay, okay. Come here. Get away. Get away from. Okay, sie ist ein bisschen genervt anscheinend. Okay, sie sieht doch schwanger aus. Okay, weißt du was? Gib ihm das Beruhigungsmittel. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ja, ein Schmetterlingseffekt. Er keucht und schnauft. Vielleicht ist da nur eine Mücke, die da jetzt die ihm nervt oder eine Schnake oder sowas. Geht die mischt das Zeugs unter. Was ist das für eine Qualität von der Kamera hier? Hat wahrscheinlich 5 Euro gespart. Das hängt total. Warum macht die, warum baut die sowas ein? An der Tür ist auch ein Traumfänger. Ja, aber wer schaut sich jetzt gerade hier an? Ist doch irgendein Beobachter, der sich jetzt auf... Don't come in, don't come in. Dad, it's me. I've got your dinner. Jetzt auf dem Desktop anschaut. Ja, sei freundlich. Vielleicht ist er nur verwirrt oder jagt eine Schnack oder sowas. You said curry was your favorite. Since you're staying with us for a bit, I want you to be happy. Okay, wir können uns hier anschauen, was hier gerade passiert ist. Hier erhältst du eine Übersicht über Laurelins Beziehungen. Ja, also ganz kurz, bevor ich da reingehe, sage ich nochmal herzlich willkommen zu Nightbook. Also wir haben es hier mit einem FMV-Adventure zu tun, also einem Full-Motion-Videospiel. Und ja, worum geht es denn? Laurelin wird dazu gebracht, ein uraltes Buch zu lesen, womit sie einen Dämon in ihrem Haus beschwört. Nightbook ist ein interaktiver, okkulter Thriller, der während des Lockdowns entstand von den Publishern von The Complex, Five Dates und Made of Skr... Skr, Skr! Ja, wir haben ja auch schon Five Dates gespielt, The Complex haben wir gespielt, Late Shift haben wir gespielt. Und wir haben auch Don't Knock Twice gespielt, was ist kein FMV-Adventure ist, aber auch von Wales Interactive. Und Made of Skr habe ich auch in meiner Bibliothek. Mal schauen, ob wir die spielen. Habe ich auf der Xbox. Auf jeden Fall haben die schon ganz schön viele FMV-Adventures auf den Markt gebracht. Sehr interessant. Und ja, schauen wir uns das jetzt mal an. Gucken wir uns mal die Übersicht an. So, Alexis oder Alexis. Keine Ahnung. Die Beziehung 79%. Also eigentlich ganz, ganz gut. Pierce, den kennen wir noch gar nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ich will jetzt noch gar nicht mehr Charaktere sehen. Also, ah, okay, hier ist der schmale Grat zwischen einer guten und schlechten Beziehung. Wahrscheinlich beeinflusst es auch die ganze Handlung, inwiefern wir drauf sind und die unsere Beziehung zu den Leuten haben. Hier kannst du Dokumente lesen, die du im Spiel gefunden hast. Wir haben noch nichts gefunden, deswegen klicke ich auch nicht drauf. Weiter geht's. Look, we don't need to talk or anything. Da jagt nur eine Schnake. Die Arme ist auch noch schwanger, hat keinen Bock auf den Stress. Okay. Hauptsache das Essen nimmt er. Wow. Vater beginnt zu weinen. Ich wollte noch ein Marmeladen-Sandwich. Nightbook. Okay. Schauen, was hier abgeht. So ein bisschen Paranormal Activity mäßig.
mit den Kameras. Und der Vater, der Schauspieler, das war ja Oscar-reif. Okay, was haben wir denn hier? Kann ich. Achso, das sind alles Videos. Ich kann gar nichts machen. Ich muss abwarten. Hey Baby, ist deine Dolmetscherprüfung da? Es geht in ein paar Minuten los. Ah, das ist Pierce. Willst du weiterhin mein Arbeitsvideo bei deiner Prüfung verwenden? Ja, ich habe es meiner Chefin geschickt. Es wird mir sicher helfen, wenn ich dein Gesicht sehe. Keine Sorge, du schaffst es schon. Okay. Der Geschäftsmann? Da war ich heute. Die Inseln hier sind einfach toll. Wollen wir da unser Ding, Hochzeit feiern? Oder irgendwie, keine Ahnung, Flitterwochen, was weiß ich. Du fehlst mir. Okay, die beiden sind zusammen. Wo ist der? Sie ist schwanger daheim. Viel Glück bei deiner Prüfung. Die Arme, die ist jetzt alleine. Ist im Büro. Wieso ist meine Webcam Teil unseres Sicherheitssystems? Damit ihr beiden sicher seid. Okay, die Cam funktioniert nicht gescheit. Okay, eingehender Videoanruf. You look perfect. How depressing. Good evening, Cody. Ready when you are. You start. I'm just going to turn my camera off for a sec. Bodie Hutchinson. Link zum Video für Dolmetscherprüfung. Prüfung hat begonnen. Video wird abgespielt in 0 Sekunden. The God's Hand Archipelago boasts some of the most beautiful sights in the North Pacific Ocean. Certains des plus beaux sites de l'océan Pacifique Nord. Perhaps none more so than its largest island, Lepus. However, despite this, there is very little development on the island. And no tourists. Très sauvage et n'accueille que peu de touristes. The Neem Bato Hotel Group, in conjunction with Quinton Engineering, is proposing the development of the Iowa Well Cove site into a luxury 35-room hotel, spa, and scuba diving complex. Keine Ahnung, du mischst alles, Mann. Et des services de plongée avec masque et scaphandre. Our consultation period has already begun, and we know that you will be as committed as we are to bringing this project to fruition with the minimum disruption to the natural landscape and wildlife of this beautiful bay. Our preliminary planning application is before the God's Hand Island Council, and we hope that you will join us in making our proposition the best it can be for the local economy and employment prospects so that construction can begin early next year, ready to open our doors the following year. Pour que les travaux puissent commencer au début de la... Was ist da jetzt der Unterschied, wenn ich dolmetschen und übersetzen klicke? Ich verstehe es nicht. L'année prochaine et que le nouveau complexe puisse ouvrir ses portes l'année suivante. We hope to I will welcome you soon. Voller Ding, ihr Betrüger hier, was ist das? Le chef de projet joue sur le nom de la crique Iwawel. Et le mot anglais welcome qui signifie bienvenue pour souligner son désir de vous souhaiter la bienvenue très bientôt au sein de l'hôtel. Sie seufzt. Right, let's have a little look then, shall we? Well, I forgot the word for scuba diving and... Yeah, because that's a word you hear every day. I tried to keep up the pace, but I wasn't fast enough. He was talking really fast. Not to mention the pun. I know I'm better than that. I should have been more precise. Can we do another one? What? No! Please, your advice is so valuable to me. I know I can do better. You know what I think? I think you should cut yourself a break. This is interpreting, not translation. You don't have to be word fucking perfect. There is... Jetzt hab ich's verstanden. Den Unterschied. Time. Speaking of which... What was that? Nothing.
Okay, give me 15 minutes to clear some emails, then let's get this shift started. Was macht der? Hör mal auf jetzt! Medizinisches Zentrum IM Schwangerschaftsuntersuchung. Ja, lies mal. Hätte man aber auch später lesen können eigentlich, ne? So. Ah, ich kann's lesen. Bluttest-Nachricht. Medizinisches Zentrum Armen Corner. So, liebe Frau Wilson, wir schreiben Ihnen heute wegen des Tests vom 4. Februar 2021. Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Untersuchung keinerlei negatives Ergebnis gezeigt hat. Trotz anfänglicher Bedenken und der von Ihnen geschilderten gesundheitlichen Probleme sehen wir in Ihrem Fall keinen Grund für weitere Untersuchungen. Mehr Informationen finden Sie in unserem hilfreichen Prospekt Ratschläge für die Schwangerschaft, den Sie über unsere Website beziehen können. Lassen Sie uns bitte wissen, falls Sie weitere Fragen oder Probleme haben sollten. Hochachtungsvoll, Dr. P. M. Denton. Ping! Geräusch. Vom PC. Der Kanalfluch, sind die Pläne von Quentin Engineering, du, was weiß ich, keine Ahnung. Geh mal zum Vater! Schmetterlingseffekt. Hey, alle unsere Entscheidungen beeinflussen die Handlung. Anscheinend. Dad, ich bin's. Was ist das? I'm just down the hall trying to be professional and you're banging on the walls. I'm sorry. I can't hear you, this is stupid. Interessant, dass er gar keinen Akzent hat. Dad, come on, this is ridiculous. You need to come out. I can't. I don't want to put you and the baby in danger. Then why did you come here? Because Pierce has gone off to that place. Le pouce? Il a même pas été encore sur l'île. Le pouce, he's not even been on the island yet. But when he does, he will come back with them. And we have got to be ready. Dad, there is no curse. So, I'm just a crazy person, and is that it? Also, nein, natürlich bist du nicht verrückt. Doch bist du. I don't think you're crazy. If you say there are evil spirits, then they must be there. Liar! I'm just worried it's getting worse. Yeah, well, they must have heard about your fiancé's development. How is Pierce? He's fine. How are you? And the baby? Ja, ich sag dir ganz ehrlich, diplomatisch, komm. Please don't change the subject. Fine. But you are right. They are getting stronger, and there is only so much that I can do to stop them. And, you know, I keep falling asleep after meals, and that isn't helping. I want you to lock me in. What? I can't resist them for much longer, and God knows what happens when I'm asleep. Kann er nicht einfach die Wohnung verlassen? I need you to lock me in. Ja, okay, I don't want to hurt you. Ja. Fine, I'll lock you in. Good, I just hope it's enough. I need to go back to work. Are you translating to French or that Lapus language? The fact that I speak Kanar makes me very employable. Nah. That language is dangerous and so is that island. Yeah, yeah. Fine. You don't like Lapus, but could you at least just try to be normal? At least long enough for me to finish my shift? I will do whatever I need to do to keep us all safe. Ah. Good night, Dad. Try to get some sleep. Yeah, sleep is the last thing I should be doing at night. Schmeiß du noch aus der Wohnung, Mann. Wenn ich meinen Job verliere wegen dir, Dad, dann schmeiß ich dich raus. Wieder. Warte mal ganz kurz, die Entscheidungen sind viel zu schnell. Ich will doch immer irgendwas dazu noch sagen. Hier, da kann man das einstellen. Aber ich konnte mir doch eben, da kam doch noch ein Dokument, gell? Warte mal. Ah, kann ich es mir jetzt nicht anschauen. Im Flur sind wir jetzt. Da ist auch ein Traumfänger.
Ach so, nee, das ist die Tür vom Vater. Und da noch den Schlüssel reingesteckt, damit er von innen nicht mehr rauskommen kann. Ja, geh mal ran, hier ist. Ja, geh doch ran jetzt. Hey, gorgeous. How's it going? Hat er gerade masturbiert? Good. Good. You mean Cody's not being. Was macht er? Well, actually, she wants me to cut myself a break, so. Yeah, well, she'd be interpreting for the United Nations if she was so great. Was ist da mal ein Spiegel? We both know you work best under pressure. Anything new with you? The investors want more site surveys that they don't want to pay for, and the locals want us to leave, but they also want us to give them jobs. I'm sure you'll sort it all out. I absolutely will. Is your father still in our house? Yeah. Any better? Not really. That security system's the best investment I ever made. Just keep feeding Ms. meds, okay? You'll be fine. It's not much longer now. I'll get this project sorted, and then the three of us will be out on the Poos. No time. Well, my dad has vowed never to set foot on that island again. What? No. The three of us. You, me, and our little IVF miracle in there? Oh. You tell me you're still pregnant. Yes, we, of course. The three of us. Laura Lynn, I have a treat for you. Lass ihn einfach weitermachen. What is it? Schickt er mir ein Virus. It's good, right? Geht so. Ist gerade dein Ernst? Voll unnötig. Ich sag dir die Wahrheit. Ist totaler Quatsch. Du willst der Vater hier sein? Hey, ist mein Ernst? Hör doch auf. Er ist viel mehr von sich selbst überzeugt, als an die Liebe zu seiner Frau und seinem zukünftigen Kind zu glauben. Honestly? You hate it, don't you? Fail. Oh, I've got to go. Take it easy, okay? That's our little prince in there, and I'll speak to you later. Love you. Alle hopp, Pierce. Sie ist voll gestresst. Boah, nicht, dass die Wehen einsetzen. Oh oh. Die Musik wird komisch. Dad? Alles in Ordnung? Die seufzt die ganze Zeit. Das ist wohl ihre Art der Stressbewältigung. You're in demand tonight. Two calls. Both need someone who can speak Kanar. Perfect. I've got a call between two businessmen. Someone called Teron. Uh-huh. Wants someone to authenticate a book before he buys it. And at the same time, I've got a kid who wants to speak to his mother. I think they're estranged. He says he knows you. Max Vito? Oh, I know Max. I'm teaching him Canard. I guess you want Max then. Sounds like the other one would be better for my career, no? Was? Mit dem Herzen denken, mit dem Kopf denken? Wir sind bei der Arbeit, wir müssen professionell bleiben. I'll take the business call then. Please, Cody. Okay, I'll put you on. Schmetterlingseffekt. I'll be popping in and out to monitor, as usual. Remember, you don't need to be perfect. Okay, jetzt schauen wir mal. Mit das Theron. Bonsoir. Bienvenue chez Glossalingua. Avez-vous déjà utilisé nos services? Oui. On m'a dit que vous saviez lire le canard. Oui. Bah, c'est un rare don, de ce côté du globe. Merci. Ein
Interessanter Schnauzer. Good evening, my name is Loraline. I'm an interpreter with Glossalingua. One of our account holders would like to speak with you. Are you willing to accept the call? Yep. Connecting you now. Hi. Hello. How are you? Good. How was your flight? Yes, well, okay. Voilà. J'ai bien peur qu'on ait atteint les limites de mes and capacités. And that is the extent of my English, I'm afraid. Right. Well, never mind. Good morning. Bonjour. Enfin, bonsoir. Ah, bonsoir. Good evening. Yeah, evening. I meant evening. Well, anyway, shall we crack on? Eh bien, commençons. I received your email. J'ai bien reçu votre email. To know how you became aware that I had this title. Mais en effet, je l'ai bien. It's a very valuable and treasured possession. C'est un bien très précieux et d'une grande valeur sentimentale. But I may be persuaded to part with it. Give me my price. Mais seulement au juste prix. Je comprends bien. Mais avant tout, je understand, si but je peux before le voir. We continue too far, I wonder, may I see it? Anyone would think you don't trust me. On pourrait croire que vous ne me faites pas confiance. Ce n'est pas du tout ça. Not at all. There we are. Oh oh. Oh oh. Magnifique. It's beautiful. It's expensive. Il coûte cher. Évidemment. Of course. J'aimerais savoir, Monsieur Vito, si vous seriez prêt à me I would be curious, Mr. Vito, if you would oblige me with the story of how you happened to come by this book. Hein? Vito, warte mal, was weiß noch mal jetzt wer? Ist Theron der, gell? Und Vito ist der andere, ne? Also ich glaube, dieses Buch, dieses titelgebende Nightbook? Okay, keine Ahnung, dolmetsch einfach beide. Was ist doch ihr Job? Die sollen doch beide dolmetschen. He wants to know where you got that book from. Yeah, I bet you would. Oui, j'imagine bien que vous voudriez le savoir. En effet. Vous voyez... Je pensais I would, avoir indeed. Chaque exemplaire de ce livre à travers le monde. There I thought I traced every copy of that book in the whole world. Me semble assez surprenant. Even there's only three of them ever made, it seems rather odd that there is a man in London of all places who says he has one. Je suis très curieux. I am very curious. Well, curiosity killed the cat. I'll tell you what. If you still want to know where I got it, after you've seen the book, then I'll tell you. Je l'ai eu après l'avoir vu, je vous le dirai. Très bien. Very well. Est-ce que je pourrais voir le colophon? Colophon? C'est Dustin. Thank you. Nee, sei ehrlich. Oh, da warte, dass ich hier übersetze mit seinem rosa-roten Pantherschnauzer. Ja, ich muss zugeben, dass ich muss, das ist mein Job, ja. Heißt aber nicht, dass ich jedes einzelne Wort aus dem Wörterbuch kenne. Ich muss mein Unwissen zugeben und professionell bleiben. Wenn ich jetzt blöffe, vielleicht sage ich, dann beleidige ich den anderen ja gerade. Irgendwie, oder es übersetzt falsch, dass die sich in die Haare kriegen. Der sieht aus wie so ein, als hätte er so eine eigene Mafia. Krass, wie der sich so vorhin so überrascht war, dass er das andere das Buch noch hat. Der Vito. Don Vito. Excusez-moi, Monsieur Théron, Loraline ici. Est-ce que vous voulez bien répéter? Vous avez dit colophon. Je vais être sûr de ne pas me tromper. Bah, c'est un terme technique. C'est la même chose en anglais. Oh. Monsieur Vito saura ce que je veux dire. D'accord, merci. Mais ici, de colophon. Colophon. What's that? What's a colophon? Monsieur Théron seemed to think you would know what it meant. I'll see internet. What? Hurry up. Guck doch selbst nach. Containing the publisher's mark and copyright and printing information typically at the front of the book.
There you are. Le voilà. Superbe. Excellent. Est-ce que je pourrais voir une page de texte? May une page I see avec a du page canard. Full of text, something with canard. Yeah. There we are. Lisez juste en canard, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de traduction. Qui anem opum palusi? Leva muva juco? Tolo yuti de jour embula? ITG? Hör auf, brech ab! ITG. Nein! Sie beschwört gerade den Fluch! Dachte ich es mir doch. Oh oh. Was that what you were hoping for? Oh oh. Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Oui, tout à fait. Yes, it was. Merci. C'était parfait. Bon, j'ai besoin de réfléchir un peu. Ne vous inquiétez pas. I need to think about this. Je veux acheter. I have no fear. I am now very serious about buying this book, but I have another appointment now. Est-ce que je peux vous rappeler dans une heure? Can I call you in an hour? Oh, it's a little late over here. C'est-à-dire qu'il est déjà assez tard ici. Bah, je peux faire en sorte que cela vaille vraiment la peine. I can make it very worth your while. Okay. D'accord. One hour. Une heure. I'm not staying up any later. Je n'attendrai pas plus longtemps. Très bien, merci. Of course, thank you. À tout à l'heure. Until then. Sie hätte es nicht vorlesen dürfen. Alors, ça fait longtemps que vous êtes traductrice. Es geht dich gar nichts an. Interprète. Je ne suis pas vraiment traductrice. Je vois. Eh bien, dites-moi si vous avez des problèmes. Le canard est une langue sacrée qui a été inventée pour communiquer avec les esprits. Ça peut créer des problèmes chez certaines personnes. Ça va aller. Merci. Die den einfach abgewürgt. Okay, alles klar, nerv mich nicht so auf die Art. Cody. Es ist eine Freude zu hören, wie die Kana-Sprache gesprochen wird. Teron. Hast du die Konversation verfolgt? Ja. Geplante Anrufe. Trink mal was. Für das kleine Kind, fürs Baby. Wieso macht ihr auch immer hinter sich zu? Ich verstehe das denn. Muss ich erstmal einen abseilen oder was? Oh oh! Er will jetzt raus. Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich die Tür zulassen. Irgendwelche Kräfte. Krass. Er ist ein Jedi-Ritter. Die Tür wird aufgeschlossen. Da freut er sich. Wenigstens ist er glücklich. Auch wenn er besessen ist. Die denkt sich wahrscheinlich eben. Ah! Let's head you.
Ah, der Geist ist gerade wieder weggegangen. Er hat Angst. Diese Traumfänger funktionieren anscheinend nicht. Die schnauft hektisch. Sie denkt sich, jeden Tag hätte ich ihm doch irgendwo bloß im Altersheim abgegeben. Aber nein, ich wollte fürsorglich sein. Muss sie noch arbeiten? Aber keine geplanten Anrufe, steht da. Okay. Monsieur Théron. Je m'excuse, mais je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez, le canard est une langue sacrée utilisée autrefois uniquement pour s'adresser aux esprits. Eh bien, je crois que j'ai dérangé de vieux esprits tout à l'heure. Ça, c'est très curieux. Mon père ne va pas bien. Et après notre appel, une chose étrange s'est produite. Une ombre est apparue et il s'est mis à marcher comme s'il était sous l'emprise de quelque chose. Et vous pensez que c'est à cause du passage que vous avez lu en canard? Ja, vielleicht, keine Ahnung, möglicherweise. Weißt du was? Vielleicht, nur vielleicht, nur vielleicht. Je sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je suis pas sûr. C'est vrai qu'on entend des histoires étranges de personnes qui auraient eu des comportements anormaux après avoir entendu parler de canard, mais je n'y ai jamais trop cru. Ok, Herr Théron, ich möchte wissen, warum möchten Sie das Buch haben? Warten Sie mal, über welche Berichte reden wir hier? Quel genre d'histoire? Pas quelques histoires locales, au pouce. Hein? Et puis, il y en a une qui a fait plus de bruit parce qu'elle touchait des étrangers. Was für Geschichten? Quelles histoires locales? Les absurdités habituelles. Unsinn? Ne jamais couper le bois de la mangrove, ou sinon les esprits viendront vous hanter. Comme vous le savez, le papier du livre en question vient lui-même du bois de la mangrove. Alors, dur de croire ce genre de bêtises. Écoutez, je suis désolé, mais je vais devoir... Attendez, s'il vous plaît, vous voulez bien m'aider? Je mets Alex Effect. Les légendes de la région disent que les esprits ne peuvent pas se manifester sans la présence de la mangrove. Et alors? Le livre de Monsieur Vito est à Londres. J'imagine que vous aussi? Oui, mais c'est mon père qui le hante. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que je comprends ce qui se passe. Mais si l'on en croit les légendes, une solution pourrait être de détruire ce livre. Ce qui veut dire que, qu'idéalement, vous voulez que j'achète un livre pour que vous puissiez y mettre le feu. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai particulièrement envie de faire. Irgendwie habe ich auch Bock, mir so ein Bart zu rasieren. Ganz im Ernst, irgendwie hat es was. Okay, dann überzeuge ihn. Wenn du ihn einfach nur bittest, vielleicht will er dann irgendeine Gegenleistung von mir haben. Vous vous sauveriez vous aussi. Imaginez ce qu'il aurait pu arriver si vous aviez acheté ce livre et si vous l'aviez lu. C'est vrai. Ich hab ihn geknackt. Bon, c'est d'accord. On doit le détruire. Mais je ne peux pas vous promettre des ressources inépuisables. Si le livre est trop cher, nous serons tous les deux coincés. Bon, il faut que je me prépare avant de parler à Vito. Je vous rappelle dans quelques minutes. Oui. Alles klar, dann. Hätte ich ihn darum gebeten, hätte ich ihm jetzt gedankt. Vielleicht denkt er dann, okay, ich schulde ihm jetzt noch was, keine Ahnung.
Weißt du was, wir bestätigen ihn einfach. Sag, ja, okay, alles klar, wir sehen uns dann später bei dem Gespräch mit Vito, du weißt Bescheid. Vous avez pris la bonne décision. Dann denkst du, ja, okay, danke wäre mir lieber gewesen. Cody? Am nächsten Anruf bin ich dabei. Nimm doch einfach alles auf, was passiert. Gruselig. Sie guckt die Videos sich immer so an, als so auf die Art, als würde den Mann gar nicht kennen und hat Angst vor dem. Das ist doch ihr Vater, die müsste eigentlich normalerweise ein bisschen anders damit umgehen. Sag, ey, Papa, Papa, was ist hier los, Mann? Beherrsch dich mal, so auf die Art. Hello. Good evening. Yes. Good evening. J'aimerais commencer, si vous me permettez, par I'd like to start, if I may, by reminding you of your promise. Oh. Oh. Bon, je suis conscient du fait que now I'm aware that maybe there is just the smallest of possibilities. I don't want to offend you, but it struck me that perhaps that book took a somewhat circuitous route into your possession. You what? Seid diplomatisch. Laureline here, Monsieur Theron is reminding you of your promise to say where the book came from. Oh yeah, that. You can tell Mr. Theron that I inherited it. J'en ai hérité. Intéressant. Par qui? Interesting. Who from? A guy named Dubois. Dubois? Un certain Dubois. Je vois. I see. Anything else? I was under the impression that we had a deal, that you were satisfied. Vous avez dit que vous étiez prêt à acheter. Je pensais que ça voulait dire que vous étiez satisfait. Presque. Vous voudriez bien me montrer. Very nearly. Would you mind showing me what condition the book is in? Just hold it up to the camera. Irgendwie ist das so eine passiv-aggressive Spannung in der Luft zwischen den beiden Herren. J'aimerais surtout voir la tranche. Ich würde vor allem gerne die Scheibe nachlesen. Schlag mal nach. Monsieur Theron is asking to see. Got it. The forage. What's that? The edges of the pages of a book when pushed together to form a surface. Parfait. Excellent. Pourriez-vous could you fan some pages out for me? Pour me faire plaisir. Humor me. Gleich will er noch, dass er jede Seite scannt. Laissez-les retomber tout doucement. Ease them back gently. Da ist ein kleines Symbol. Je dois avouer que je suis un peu déçu. C'est une fälschung. I confess I'm a little disappointed, but let's see if we can still come to an agreement. Oh boy! Ça va? Yes, ça va, I'm fine. Where were we? Indiquez votre prix, Monsieur Vito. Name your price, Monsieur Vito. My price is 5 million Lepousse francs. Mon prix est... Er hat 5 Millionen gesagt, oder? 5 Millionen de francs le pouce. I'm sorry, Monsieur Vito. I'm afraid I'm going to have to disappoint you. Der kann doch Englisch. What? I'm sorry. Désolé. Vraiment. Je suis désolé. Wieso ist sie enttäuscht? Sie soll nur ihren Dolmetscherjob machen. Ich hab gedacht, denk mich immer, die kriegt Provision. Schade, dass das nicht geklappt hat.
Ist etwas Seltsames vorgefallen? Geht es ihr gut? Vielleicht ist es aber auch der Job, irgendwelche Provisionen zu bekommen. Kann auch sein. Hab ich nicht richtig aufgepasst dann. Kontaktier mal Pierce, Mann. Wir müssen kurz miteinander reden. Oh oh, das Bild ist auch ausgefallen. Die Geister stören die Frequenz. Dieser Teddybär ist an allem schuld. Ich brauche deine Hilfe, sofort! Es geht ums Baby. Meld dich bitte. Meld dich bitte. Das muss auch reichen. Ich bin ein Mietem, keine Zeit. Alter, was ist das für ein Typ? Ich hab gedacht, wir sind zusammen, Piers. Okay, genau richtig so. Atme. Right. Atme durch. Tief durchatmen. Und hol die Axt irgendwo her. Aus dem Keller oder so. Eine Axt ist immer gut. Oh oh, sie wird langsam hektisch. Ah, die Haupttür. Haustür. No, Brooke. That's fine. Sieben Kameras. Okay. Wohnung verlassen, etwas anderes zu überlegen. Ja, hau doch ab. Verlass die Wohnung. Weg hier. Raus. Beeil dich. Oh, boy. Er hat's gehört. Der Hausschlüssel steckt noch in seiner Tür. In seinem Türschloss. Wie der lächelt. Er sucht jetzt ein Messer. Hä, war die Tür eben nicht noch offen? Das hat sie doch aufgeschlossen gehabt. Jetzt auf einmal ist sie wieder zu. Jetzt ist sie halt wieder besessen. Genauso, Schlüssel raus. Hau ab jetzt, geh raus. Oh boy. Komm, Daddy, lass uns tauschen. Police, please. Hallo? Hallo? Dad ruft an. Die Augen. Protect the great tree. Stop the human destroyers. What? Can you repeat?
Perrier. Perrier Ikawa. In Hong Kong, you help us. Me? I'm not helping you. We are two grim blue bullies. You are our vessel. Bulaoi Pilamenhenko. Parking Palusi, Injan Lokonsumens. Protect the great trees, stop the human destroyers. Pierce, you want me to stop Pierce and the development? In Hong Kong. You help us? Was? Ich verstehe gar nichts, aber ist egal. Hör mal zu. Diese ganzen Bildhänger, ich denke die ganze Zeit, das Spiel hängt, aber das ist ja absichtlich so die ganze Zeit, aber ich kapiere es immer noch nicht. Es kommt nicht in meinen Kopf rein. Es war ein Versehen, Daddy! No, I didn't mean to call you. It was a mistake. Sevori. You will help us. Or we will end those loved by you. And I'm Kodeju. Ist wieder rausgegangen. Das soll weniger Heroin nehmen. Dad. What's happening? Don't worry, I've sorted it. Get some rest. Everything is going to be okay. Haben wir es gerade gepackt oder was? Haben wir es geschafft? Nee, so schnell kann das Spiel ja nicht rum sein, oder? Ruf mich an. Hier ist. Ich melde mich bald. Ruf mich jetzt an. Geht's ums Baby? Ja. Oder dein Vater? Bodhi ruft an. Ja, nimm mal an, die soll auch helfen. Vielleicht kann sie auch helfen. Hi, Laura Lynn. Sorry, I know I promised we would do another practice session this evening. I'm having a bit of a weird one. Probably these, night shifts. I swear I can hear someone speaking Kana. Going on. Komm direkt hier, komm. Sag direkt, was los ist. I need you to stop the building project. What? Why? Nein, die Geister sind nicht weg. Oh. Es kommt der Meistergeist ist drin. Es ist der Meistergeist da. Is everything okay?
Laura Lynn? Komm, direkt, direkt, bleib bei direkt. The Lepus curse is real. Oh, come on. It's one thing, all this with the Islanders, but you two? I really don't need this. Maybe they have a point. They've attacked Dad. They've attacked me. You need to give in on these pills. Just stop the project. You're the only one who can. You know, I knew working these night shifts was a bad idea while you were pregnant. What? You need to get some rest. No. You're being hysterical. I'll square it with Cody. No! I have to get back to a meeting. I'll have my sister come over and spend a couple nights with you. Love you, babe. Get some rest. Der Typ ist aber nicht der beste Schauspieler. Aber ist in Ordnung. Ist alles so vorgelesen bei dem. Es wirkt alles vorgelesen. Sempre al nord. Nicht nur schneiden, bitte. Der geht doch ins verdammte Zimmer und schau doch nach. Die bleibt da am Monitor. Der ist 3 Meter von ihr entfernt. Luftlinie. 5 Meter. Pullo, Palnawari. Ina Tevit. Sie muss auch sterben. Komm schon. Das sind die verdammten Hormone wegen der Schwangerschaft. Ja, David. Verbreite es in die ganze Welt, Loralin. Die Dämonen müssen die Welt beherrschen. Ja, das sind sie. All building workers stop immediately on the island. All the workers will be stopped. This is our will. Okay. Das war's. Alles klar. Das war Nightbook. Wir wurden besessen und die ganze Welt wird beherrscht. Ja, schade, krass. Ein gefundenes Ende von 15. Also es gibt 15 verschiedene Enden. Okay. Status besessen. Gefunden 1 von 5. Gestorben 1 von 3. Und bedauert 3 von 3. Also hier haben wir alles gemacht. Was gibt's da noch? Kein Buch. 1 von 5. Getroffene Entscheidungen, gesehene Szenen, 45 von 223. Ja, mal schauen, ob ich hier noch weiterspiele. Ist auf jeden Fall interessant gewesen, wie so ein Experiment hat es auf mich gewirkt von Wales Interactive. War ein interessantes FMV-Adventure. Kurzer Durchlauf, aber ich finde es jetzt auch gut. Da kann man vielleicht jetzt noch weitere Durchläufe spielen. Und man kann ja durch die Tab-Taste kann man ja die gesehenen Szenen überspringen. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank fürs Zusehen. Gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Und beim nächsten Video geht's weiter. Beim nächsten Let's Play geht's weiter. Macht's gut. Ciao.